Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Division. Wir sind gerade auf dem Weg zum Hudson Flüchtlingslager. Also wir sind in der Karte so ein bisschen vom Level wieder nach unten gewandert. Und ihr seht hier, Stufe 7. Agent, hier ist Dr. Kander. Ich wollte nochmal betonen, wie wichtig es ist, alle Zivilisten zu schützen, denen sie begegnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass einige dieser Leute die Dollargrippe überlebt haben. Das bedeutet, sie haben Antikörper im Blut, die ich brauche, um dieses Ding zu bekämpfen. Und die Kranken? Eine breitere genetische Streuung der Virusproben wird uns helfen, die Mutationsrate zu bestimmen. Was eine umständliche Art zu sagen ist, dass die Leute am Leben bleiben müssen, bis ich habe, was ich brauche. Verstanden? Gut. Gut. Ich bin mal gespannt, ob wir hier einen Agenten finden. Ich vermute fast nicht. Jetzt müsste ich um die Uhrzeit. Deswegen gehen wir schon mal rein und machen das notfalls um den Fix alleine. So, wo waren wir denn da hinten? Ja, alles voll hier mit irgendwelchen Maschis. Ja, übrigens, das Scharfschützengewehr habe ich mir gekauft hier. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Eine EMP-Granate. Echo aktivieren, das machen wir mal eben. Gulasch. Ekelhaft. Oh, ich glaube, ich werde krank. Hey, das oder gar nichts? Na, dann lieber gar nichts, wa? Was bin ich für ein Nachbar? Ich treffe nichts hier. Komm schon. Geh doch. Ein neuer Agent tritt ihrem Team bei. Jawohl. Agent, ich muss Ihnen etwas sagen. Faye hat gesagt, die Cleaners halten die gesamte Zeltstadt gefangen. So sieht es aus. Und das passt zum Vorgehen der Cleaners. Wenn Sie die Überreste eines aufspürbaren Virus beseitigen wollten, wohin würden Sie gehen? Dahin, wo die größten Konzentrationen sind. Flüchtlingslager, Barackenstädte. Verdammt, Sie glauben doch nicht. Drakonische Maßnahme, aber überaus wirksam. Sicher, wenn man ein völkermordender Irrer ist. Haben Sie sich mal gefragt, ob wir es verdienen, zu überleben? Hä? Wo gibt's denn hier mal jetzt? Jeden Tag, Doktor. Jeden Tag. Viel Glück, Agent.
Müssen wir hier durch? Denke schon. Oh. Na komm weg da. Komm weg, komm weg, komm weg, komm weg. Haben Sie gehört, Agent? Sie marschieren jetzt in die Höhle des Löwen. Vergessen Sie nicht, dass Sie auch Infizierte am Leben erhalten sollen. Ich meine offensichtlich, Sie versuchen alle am Leben zu erhalten. Aber ich brauche die Virusproben. Und vor allem Proben von Überlebenden mit Antikörpern. Also halten Sie sie besonders am Leben. Sie wissen, was ich meine. Ich gehe wieder an die Arbeit. Candle ended. Läuft hier, läuft. Aber das mit den Sprengfallen ist schon ein bisschen mies hier, ne? Also das ist schon gemein. So, Headshot und... Das ist nicht so wirklich eine Herausforderung hier. Wenn man ein bisschen vernünftige Ausrüstung hat, kann man hier ganz geschmeidig durchlaufen. Da finde ich die Schweren doch ein bisschen interessanter. Aber gut, wir wollen die auch mal. Wir müssen ja die Punkte holen hier, um unseren Zielflügel irgendwie auszubauen. Hey. Oder nicht? Okay. Alle schon ein bisschen vorgespielt, so wie es aussieht. Die einen auch müssen auch mal zurück und die restlichen Missionen machen. Was ist hier los? Sind die alle lieb? Alarm! Chemische Zusammensetzung entdeckt. Wahrscheinlich entzündlich. Untersuchung empfohlen. Ja, dann machen wir das doch, ne? Bestätigt. Es ist tatsächlich Napalm. Bei diesen Mengen müssen Sie vorhaben, das ganze Depot niederzubrennen. Es wird nicht nur die gesamte JTS-Versorgungskette zerstört. Niemand in dieser Zellstadt wird diese Geschichte überleben. Wir müssen sie aufhalten. Okay. Weg. Sehr schön. Ah, da kommt schon die nächsten. Zack. Weg ist er. Weg ist er, weiter geht's. Hier ist noch ein bisschen Munition. Zack, zack, und die Treppe rauf. Ja, schon wieder ziemlich flott unterwegs hier, die Gruppe. Beziehungsweise die beiden. Die wollen das wohl auch ganz schnell hinter sich bringen hier. Nicht gekriegt, die Schweinebacke.
Okay, so, Agent. Alle weg. Eine Einsatztruppe von Sarah und JTF steht bereit, sobald sie die Lage im Griff haben. Sie werden Proben von allen Flüchtlingen nehmen, die sie finden. Medizinisches Personal? Ein paar Rettungssanitäter sind dabei, ja. Ein paar? Also etwa zwei? Zwei, ja. Die anderen können erste Hilfe leisten. Sie wissen, wie man eine Vene findet. Also los, Agent. Ohne die Proben zu kontaminieren, hoffe ich. Oder sich zu infizieren. Ja. Ich will das mal glauben. Danke, Doktor. Also los, Agent. Was ist das Ding denn da? Ich kann das gar nicht sehen. Oh, mein Handy hat schon wieder Schnupfen. Kleine Erkältung. So. Kleine Influenza. So, außer Hüfte. Hier ist Dr. Candle. Probenteam, hören Sie mich? Ihr Patel, wir hören Sie, Doktor. Oh, Lieutenant. Gut. Hören Sie, ich brauche zu jeder Probe Daten über den Spender. Alter, Geschlecht, ethnische Gruppe, allgemeiner Gesundheitszustand auf einer Skala von 1 bis 10. Dann beschriften und sammeln Sie die Proben nach... Entschuldigung, Doktor, aber vielleicht kann das warten, bis die Operation abgeschlossen ist. Haben Sie etwa kein Vertrauen in Ihren Agenten? Konzentrieren Sie sich auf Ihre Aufgabe. Lieutenant, funken Sie Dr. Candle an, sobald das Gebiet sicher ist. Ja, Ma'am. Keine Sorge, Doktor. Sie kriegen das schon hin. Hoffentlich bald. Es geht ja auch nur um das Überleben der gesamten Menschen. Verstanden, Doc. Patel, Ende. So, die aktuelle Lage. Für diese Leute ist es zu spät. Sie sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Aber es ist noch nicht zu spät für uns. Und wenn wir das Nötige tun, dann vielleicht auch nicht für den Rest des Landes. Also an die Arbeit. Hey, sind sie noch immer da? Na komm schon. Und noch ein. Und noch eines. Oh ja, jawoll. Ihr wisst, worum es geht. Also los, alle gehen rein. Alle gehen rein. In die Hand. Da hinten ist noch einer. So, der ist auch weg. Oh, meine Güte. Wie gesagt, das ist ja ein einfaches Durchrennen hier. Zack. Einfache Militärjacke. Jawohl, nehmen wir auch mit. Kannst du die Tür aufmachen? Open the door, please. Agent, falls Sie den Kran steuern können, setzen Sie den Tank an einem sicheren Ort ab. Krieg ich hin. Kriege ich hin. Ich wollte schon immer mal Kranführer werden. Oh. Das ist doch eine DOS-Oberfläche.
So, was geht jetzt hier? Das müsste reichen, Agent. Gut gemacht. Ja, gut gemacht. Also Probenteam. Wie ich schon sagte, die Blutproben müssen beschriftet und archiviert werden, damit wir die wesentlichen Faktoren ermitteln können. Wechseln wir auf einen anderen Kanal, damit wir den Agenten nicht langweilen. Ja, sehr schön. Ein Agent verlässt jetzt ihr Team. Das war doch mal. Und diese Zwangsumsiedlungen, diese Dark Zone, was steckt dahinter? Zu dem Thema gab es bereits eine Pressekonferenz. Die Informationen liegen vor. Alles andere ist streng geheim und ich kann nicht. Sie bleiben also dabei, dass es sich um eine Art Entseuchungsprozedur handelt? Es ist eine heikle Situation, die wir pragmatisch behandeln müssen. Wir müssen über den eigenen Teller anschauen. Millionen Leben stehen auf dem Spiel. Man kann auch die Vögel abballern. Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und vielleicht sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Division. Macht's gut.